Wir von Mission B sagen ja immer, jeder zusätzliche Quadratmeter biodiverse Fläche zählt. Benjamin, was bringt das tatsächlich? Ein Quadratmeter Biodiversität? Grundsätzlich kann man sagen, jeder Quadratmeter ist wichtig. Und zwar nicht für sich alleine, das ist dann wirklich zu wenig. Aber wenn man die Gesamtheit betrachtet, wenn man sich überlegt, wie viele Balkone hat es weiter umeinander oder auch kleine Grünflächen, dann ist das ein Mosaik, das dann eben doch zusammenspielt. Beispielsweise ein Schwalbenschwanz, der legt seine Eier, kann schon auf einem kleinen Balkonkistchen legen und dort kann nachher eine Raupe gross werden. Das heisst, ich kann auch auf meinem Fensterbrett, auf dem Fenstersims, einen Topf anstellen und nur schon das ist ein Gewinn, wenn ich schaue, dass das einheimische Pflanzen sind. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man, wenn immer möglich, einheimische Arten setzen will. Die Insektenwelt, die Tierwelt ist genau auf das angewiesen, auf diese Arten auch abgestimmt. Das heisst, idealerweise tue ich möglichst viele verschiedene Sachen, die natürlich pro Biodiversität sind, auf meinem Balkon abpflanzen. Genau, es ist vielleicht nicht nur eine Frage der Artenzahl, also nicht möglichst viel Verschiedenes nur, aber auch so, dass man dort schaut, dass die Blütezeitpunkte beispielsweise bis Jahre verteilt sind, so dass dann die Insekten auch immer wieder Nahrung finden. Und beispielsweise ein wichtiger Aspekt ist auch noch, dass man Strukturen kann schaffen kann, also dass man Pflanzenstängel über den Winter stehen lässt oder dass man dort schaut, dass man kleine Blütenpflanzen hat, aber auch Kletterpflanzen oder Sträucher, die dann ein bisschen mehr Biomasse geben. Grob gesagt kann man auch sagen, je mehr Biomasse tendenziell, desto mehr Insekten können davon leben. Das heisst, wir haben hier eine ideale Situation. Genau, da hat es schon ganz viele verschiedene von diesen Strukturen sind da gegeben. Und wenn man auch weiter herum schaut, dann merkt man auch, dass jetzt eben nicht nur der einzelne Balkon ist oder der einzelne Quadratmeter da, sondern es ist im Verbund mit anderen Flächen. Es hat Bäume, es hat kleine Parks, es hat Dachflächen. Und so funktioniert dann das eben als Lebensraum für Insekten. Ein Wildbienen, das geht dann von dem Balkon zum nächsten Balkon und zum nächsten Balkon. Und so gibt es ein Ganzes, was für die Biodiversität wichtig ist. In einem nächsten Video schauen wir miteinander an, was man beachten muss für die Pflanzenauswahl, für 1 Quadratmeter biodiverse Fläche, für die Aussaat und die Aufzucht dieser Fläche.